Beispiel, liebes Christkind, weil ich mir wünsche, dass Vati immer mit mir spielt, kannst du die Spielsachen auch an ihn schicken. Deine Marion, kein schlechter Gedanke. Oder, lieber Weihnachtsmann, zu Weihnachten wünsche ich mir eine Gitarre mit Tasche, eine blaue Latzhose und dich als Papi, Barbara. Interessant. Ein Brief, den Sie geschrieben haben. Ja, beigeschlossen sende ich dir die erbetenen 10 Mark und möchte dich gleichzeitig auf einen Schreibfehler aufmerksam machen. 10 schreibt man nur mit einer Null. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Omas und die Opas gefragt sind, um Märchen zu erzählen. Aber einer lieben Großmama sind die Geschichten einmal ausgegangen und sie hat zu ihren Enkeln gesagt, wisst ihr was, jetzt erzähle ich euch etwas aus meinem Leben. Es war 1937. Da hebt der Thorsten den Finger und sagt, vor oder nach Christus? Es ist eine Freude, wenn sich ja alles ums Wünsche erfüllen dreht. Das tun wir auch. Und bei uns dreht sich jetzt alles um Musik. Henry Alland und seine Söhne Hansi und Maxi servieren eine Tzatziki. Und so gestärkt wird dann der Hansi Hinterseher seine Ski anschnallen und zu Tschuli wedeln, wo er dann hoffentlich die 10 Gebote der Liebe einhält. Die zählen nämlich jetzt Judith und Mel vor. Die 10 Gebote der Liebe sind der Grundstein für das Glück. Ob sind es nicht einmal Worte, es genügt ein kleiner Blick. Sie bringen in unser Leben Harmonie und Wärme ein. Sie sollen in schweren Zeiten eine kleine Hilfe sein. Die 10 Gebote der Liebe sind nicht nur für uns allein. Das erste Gebot heißt verzeihen. Hat jemand mal Fehler gemacht? Ein Lächeln, auch wenn es dir schwerfällt, hat das Eis schon zum Schmelzen gebracht. Mit Zärtlichkeit erntest du Liebe, mit Ehrlichkeit Harmonie. Das fünfte, auch wenn sie es bleiben, sind Träume, denn die sterben nie. Die 10 Gebote der Liebe sind der Grundstein für das Glück. Oft sind es nicht einmal Worte, es genügt ein kleiner Blick. Sie bringen in unser Leben Harmonie und Wärme ein. Sie sollen in schweren Zeiten eine kleine Hilfe sein. Die 10 Gebote der Liebe sind nicht nur für uns allein. Ein Kompliment schon am Morgen, ein zärtlicher Kuss für die Nacht. Das hat schon so viele Menschen glückliche Stunden gebracht. Nehmt Rücksicht und schenkt euch Vertrauen, das verbindet euch, ihr werdet sehen. Das Wichtigste aber ist Treue, das ist das Gebot Nummer 10. Die 10 Gebote der Liebe sind der Grundstein für das Glück. Oft sind es nicht einmal Worte, es genügt ein kleiner Blick. Sie bringen in unser Leben Harmonie und Wärme ein. Sie sollen in schweren Zeiten eine kleine Hilfe sein. Die 10 Gebote der Liebe sind nicht nur für uns.